Hallo, liebe Eltern, und hallo an alle Interessierte, die das Thema Kinderschuhe interessiert. Diesmal reinweg nicht um Kinderschuhe, sondern um das schmückende Beiwerk. Dafür habe ich mir zwei ganz coole Helfer mitgebracht. Und wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Ich bin Babette und habe seit 13 Jahren in Leipzig ein eigenes Kinderschuhgeschäft. Natürlich war ich vorher auch schon mal mit Kinderschuhen tätig. Also ich sag mal so, ich kann auf 30 Jahre Berufslaufbahn zurückblicken. Und alle Jahre wieder, sage ich mal, ist es natürlich dann wieder das Thema, und das nicht nur zur Weihnachtszeit, das schmückende Beiwerk für unsere Schuhe. Wir haben da einen ganz, ganz tollen Lieferanten, nämlich Maximo aus Chemnitz, der uns da jedes Jahr immer mit den tollsten Dingen beschert, die also wirklich schön harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Und ich sag mal so, das setzt dann sozusagen dem Schuhkauf noch mal ein bisschen die Perle oder das Krönchen auf, wenn man dann zu dem Schuh noch ein passendes, schmückendes Beiwerk dazu bekommt. Ich habe jetzt hier mal so aus unserer breiten Fülle der Modelle ein paar Stücke herausgesucht. Und da muss ich schon mal sagen, auch hier der Kollege, Plastikkopf, aber sehr geduldig in diesem Fall, ja, trägt nun zum Beispiel unser Modell Norweger. Wem das mit den Hörnchen nicht gefällt, gibt es dann auch noch mal hier als schicke Wendemütze. Wendemütze heißt dann also immer, ich habe zwei verschiedene Designs. Das Schild muss dann sozusagen abgetrennt werden. Und dazu gibt es dann auch noch einen passenden Tube, also ein Hals, ein Schal, der nicht gebunden werden muss, eine Röhre praktisch für den Hals, der praktisch alles schützt und damit keine kalte Luft an den Hals herankommt. Nun ist bei uns immer die Schwierigkeit. Wir haben ja von klein bis groß bei den Kitties immer alles dabei. Und da muss ich immer sagen, wir versuchen auch da die Kleinen wie auch die Größeren zu bedienen. Wenn wir jetzt einmal hier bei den Jungs bleiben, sage ich mal, auch die Jungs stehen neuerdings auf Pailletten. Also Dino geht immer. Und da kann es auch mal der Dino sein, der hier sozusagen gearbeitet ist, dass die Mütze so ein bisschen plastischen Touch bekommt. Sagen wir mal so, ne? So, dann haben wir natürlich auch für die Älteren, für die größeren Kinder, die Jugendlichen, die Teens, also dann auch hier mit diesem hoch applizierten Logo von Maximo, was natürlich auch wieder sehr schön aussieht, was auch schön warm hält und was ein bisschen cool daherkommt. No? So, auch hier gibt es passende Sets im einfarbigen Look, wer das halt gerne möchte. Kann hier von Junge wie Mädchen getragen werden. Auch hier gibt es die sogenannten Tubes mit dazu. Meistens abgesetzt mit einem farblichen Innenfutter, was jetzt auch, ich sag mal, von der Farbharmonie sehr gut zueinander passt. Wer Farbe gar nicht mag oder Muster, sage ich jetzt mal, da kann man natürlich auch einfarbig damit dienen. Und zu guter Letzt, sage ich immer mal, sehr beliebt sind zum Beispiel hier diese Überzieher, diese Schlauchmützen nennen die sich. Hier haben wir mal ein Modell in Wolle. Und ganz lustig sind hier oben die Öhrchen, ne? Ja, wo also der gesamte Kopf und der Hals- und Schulterbereich schön warm steckt. Hier kann nichts verrutschen, hier kann nichts reinziehen. Hier ist insgesamt der Kopf-Schulterbereich schön warm gehalten. Und auch hier gibt es natürlich Designs für Jungs wie auch für Mädchen. Wie gesagt, wer das nicht mag, auch Einfarbigkeit ist hier gegeben. Zu guter Letzt macht das Ganze natürlich auch Sinn, wenn man natürlich da noch die passenden Schuhe mit hat. Ich stelle es einfach bloß mal passenderweise dazu. Ihr seht, also man kann da schon einiges auf die Beine stellen, ohne dass man jetzt sich gleich verausgaben muss. Auch hier die großen Mädchen. Guckt mal, unser Bestverkaufter. Sehr schön, wer es ein bisschen verspielt haben möchte in dem Design, wer es wieder etwas ruhiger möchte, weil ich größer, weil ich älter bin und diesen Schnickschnack nicht mag, mache ich es einfach einfarbig. Und jetzt hänge ich. Haha. So. Auch hier wieder. Unicorn, Einhorn, geht immer noch. Auch hier gibt es ein wunderbares Set praktisch, was man natürlich auch zum Beispiel hier mal wenden kann. Damit habe ich wieder zwei unterschiedliche Designs, passt also zu zwei unterschiedlichen Farben. Und ich habe euch mal hier ein farbliches Beispiel mitgebracht. Zum einen den hier oder, was ich mal ganz schön finde in dieser Saison, dieses Petrol. Ja. Es muss ja nicht immer dunkelblau, es muss nicht immer rosa sein. Also da gibt es eine ganze Menge Alternativen. Und auch für die Jungs haben wir hier noch ein schönes Beispiel. Also
Wem das zu eintönig ist und noch nicht Farbe genug, da haben wir noch einen, der blinkt auch noch. Ja? Und dann kann man das natürlich am Kopf auch fortsetzen, dann habe ich auch wieder was in Blau und Grün. Tja, also es geht von allen etwas. Auch hier passt zum Beispiel das Wunderbare, das Einfarbige auch noch hervorragend dazu. Also ihr seht, im Schuhgeschäft gibt es mehr als nur schicke Schuhe. Wir haben auch noch schmückendes Beiwerk. Und das alles wäre natürlich nichts ohne die passenden Strümpfe oder Strumpfhosen dazu. Natürlich ist es immer bei den Jungs so, ohne Technik geht gar nichts. Ihr seht auch wie hier, wir versuchen nach Möglichkeit nicht immer nur alles im ewigen Dunkelblau zu halten. Das heißt, wir machen auch hier mal kleine Abstiche, Farbabstiche, soweit es möglich ist und soweit es die Lieferanten zulassen. Hier haben wir mal was Kleines, Lustiges in mit Monstern, wo jetzt außer diesem grafischen Druck oder dem grafischen Muster eigentlich bloß ein großes Popo-Motiv da ist. Und diesmal, der kommt mal ganz ohne Auto, Feuerwehr und sonst was aus. Und wem die ganze Technik zu viel ist, batatata, wir haben auch mal kleine Marsmännchen, ja. So, das wäre dann diese Alternative. Und für die Jungs und für die Mädchen gibt es natürlich dann auch immer noch die etwas ruhigere Seite. Also, wer nicht so sehr auf Farbe steht, der ist zum Beispiel mit diesem Doppelpack sehr gut bedient, weil dann habe ich immer ein gemustertes Modell und ein einfarbiges Modell dabei. Ihr seht, hier zum Beispiel passt zum Beispiel hervorragend zu diesem Design. Auch Mädels tragen dunkelblau, könnte jetzt zum Beispiel auch hier reingetragen werden. Ich lege es aber einfach mal auf die Jungsseite, weil dunkelblau wird ja immer wieder gerne für die Jungs genommen. Und zu guter Letzt wollen wir auch hier nicht vergessen, dass es auch da passende Momente gibt, wo es auch mal ein bisschen Glitzer mehr sein darf oder wo ich einfach mal eine auffällige Strumpfhose zum einfarbigen Schuh trage. Also, der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Gerade jetzt vor der Weihnachtszeit wäre immer noch was Passendes. Kleines, heißt kleines, ja, doch ein bisschen kleine, größere Aufmerksamkeit sucht. So als Ergänzung zum Geschenk für den Weihnachtsbaum macht sich natürlich so ein Set immer wieder schön. Lasst euch beraten, kommt rein und dann werdet ihr sehen, was wir euch Wunderbares zeigen können. In diesem Sinne, mit zeigen, nicht vergessen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Weil damit erfährt man immer wieder was Wissenswertes über wichtige Themen, was Kinder, Kinderfüße und das Ganze drumherum betrifft. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bleibt schön neugierig. Ich freue mich bis dahin. Tschüss.